Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Return to Castle Wolfenstein. Mission 2 Dunkle Geheimnisse immer noch. Schauen wir doch mal, was sich da unten verbirgt. Laut den Mitgliedern des Kreisauer Kreises in der Stadt verlaufen diese Katakomben unter dem Großteil der Stadt und führen letztlich zu einer alten Kirche, die man auf normalem Wege nicht mehr betreten kann. Helga von Braun soll sich jetzt dort aufhalten, zusammen mit vielen ihrer Elitewachen und einem Wissenschaftlerteam der Paranormalen Division. Ihre Befehle lauten, die Katakomben zu durchqueren und die Kirche zu finden. Sichern Sie alle Artefakte, die Sie auf Ihrem Weg finden, für spätere Analyse. Der Kreisauer Kreis berichtet von übernatürlichen Aktivitäten in den Katakomben. Dies sind zwar nur unbestätigte Gerüchte, doch sie stammen aus einer verlässlichen Quelle und sollten daher ernst genommen werden. Der Kreisauer Kreis fand ebenfalls heraus, dass Professor Schneider oftmals seine Projektunterlagen mit zur Ausgrabungsstätte nimmt. Sie dürfte interessante Einblicke in die Geschehnisse auf Burg Wolfenstein vermitteln. So, Missionsziele finden Sie Professor Schneiders Bericht, verfolgen Sie das Personal durch die Katakomben. Na dann, schauen wir doch mal. Das ist ja wie im Schlachthof hier. Ich weiß, diese Dinger sind überall. Was ist das? Wo kommen die nur her? Keine Ahnung, mir sagt man sowieso nie was. Mein Gott, habt ihr das gehört? Ja, war nicht zu überhören. Wir müssen hier raus. Folgt mir zurück zum Eingang. Was? Die Leiter? Sie ist kaputt. Man hat uns hier drin gefangen. Macht euch bereit. Sie kommen! Das klingt ja nicht gut. Oh. So, es gibt auch keinen Weg mehr zurück. Tja. Ups, da bröselt noch was. Bröselt noch mehr. Ah, und da unten ist er. Yep, da haben wir jetzt Untote. Können wir mal ein bisschen Unterstützung hier. Verschaffen. Hab euch doch geholfen, Mensch. Hier hätten wir noch irgendwas zum Zerstören. Ah, ein Stück Stein. Wie schön. Na gut, hier ist auch, also ich glaube, das wäre bei euch eh nicht so gut gegangen. Obwohl ihr das jetzt gerade erst runtergekracht. Na dann. Muni. Leben. Immerhin, das haben sie noch hier gelassen. Ein paar Granaten. Ja, jetzt haben wir halt so unser erste... Mir liegt ein Brief, unsere erste Begegnung mit Untoten gehabt. So, von Professor Schneider, von Rudelleiter Mariana Blavatsky. Die gute Dame. Verehrteste Frau Blavatsky, alle Frühanzeigen sind positiv. Die Talismansiegel und die Beschläge sind identisch mit denen, die wir im Grab des dunklen Ritters in Holstein gefunden haben. Es sieht so aus, als hätten wir mit großer Sicherheit Ritter Nummer 3 entdeckt. Nach all den Jahren ist es endlich soweit, dass wir schließlich Phase 1 abschließen können. Die Umstände hier sind alles andere als gut. Wir haben schon viele Stunden aufgrund technischer Probleme eingebüßt. Es dürfte schwierig werden, unseren Zeitplan einzuhalten, da wir immer wieder
neue Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ich werde Sie über alles Nötige informieren. Beste Grüße, A. Schneider. 00 Schneider. Ich packe meinen Schalldämpfer drauf, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass das irgendwas großartig bringt. Hier unten. Na du? Oh, wie süß, wie er sich versucht, mit dem Schild zu schützen. Oh! Ah, wie süß, wie sie mich angreifen wollen. Da kamen die also her. Hm. Hinterhältig, hinterhältig. Dem ist auch ein bisschen zerlegt. Ich glaube, da haben sie dann... Können wir da durch? Wahrscheinlich ja nicht. Nee. Okay, ich glaube, Schallwerfer ist jetzt hier keine so gute Idee. Die halten doch ein bisschen was aus, die Kollegen. Okay. Tja. Da hat's die ein wenig zerlegt. Okay. Jump-Run-Einlagen. Ist ja wie für mich gemacht. Hab's tatsächlich geschafft. Schön. Dann haben wir hier erste Hilfe. Ein Hebel. Gegner. Mehr Gegner. Und das war's. Scheint mir jetzt so ein bisschen wenig. Nur wenn ihr meint. Da unten, ne, ich glaube, das bringt nichts, da großartig weiter zu laufen. Oh, das ist jetzt nicht so schön. Haben wir dahinter was? Nee. Ah, hier ist noch ein Hebel, gut. Okay, der hat jetzt noch was anderes geöffnet, wie es scheint. Hier vielleicht? Nee. Können wir den jetzt überhaupt noch mal betätigen? Sag mal. Nee, können wir nicht. Interessant. Habe ich mich jetzt hier irgendwie eingesperrt? Wäre ja ungut. Ach, jetzt sind hier die Stacheln weg. Okay, gut. Dann gehen wir da unten weiter. Wenn das Spiel es so vorsieht. Aua. Oh. Ich glaube, das hat dem jetzt nicht so geschmeckt. Oh. Knochenreste. Ziemlich dunkel. Also leichte Gruselatmosphäre haben sie dann hier schon versucht zu kreieren. So. Und da ist mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen, dass Fadenkreuz sich ja jetzt hier erhöht. Wenn wir einfach draufhalten. Na, guck mal, ein bisschen Leben, immerhin. Besser als gar nichts.
Hallo Tür. Hallo Treppe. Nichts unter der Treppe versteckt. Schade. Können wir jetzt mal nach oben? Ah, ich glaube, wir haben jetzt einfach hier das Dings dann. Ah, und die haben jetzt hier diesen Wolfenstein. Das Wolfenstein-Abzeichen. Oder Logo halt auf der Brust. Na gut, wir können hier jetzt mal runterfallen. Einer weg. Ja, die Schädel machen Aua. War zu erwarten. Sonst noch jemand oder seid ihr einfach nur so generell am Rumgrunzen? Da kommt wohl jemand raus. Gebrochen da. Aua. Ist da jemand hinter mir? Wer macht denn hier Schaden? Oder wer macht mir den Schaden? Wie wäre es mit der Granate? So, die Herren, ich habe nicht mehr allzu viel Leben. Das ist nicht so gut, ne? Habt ihr vielleicht ein bisschen was dagelassen für mich? Ne? Schade. Was war das? Ich weiß nicht, aber ich werde nicht nachsehen. Ich auch nicht. Wir sollten besser in Deckung gehen. Ja, gute Idee. Finde ich jetzt nicht so. Ah, da sind sie wahrscheinlich. Jungs, ich dachte, ihr wollt in Deckung gehen. Jetzt ruhig ein bisschen weiter schmeißen können, mein Freund. Einer. Der erledigt wäre. Er sagt, ein Treffer und wir sind Moos. Der ist links oder rechts hingegangen. Da ist er hin. Puh, knappe Sache. So, da hätten wir jetzt Aufzeichnung. Und Gegner. Muss mal weg. Geh weg. So, zweiter Tod im Let's Play. Wo hatte ich zuletzt gespeichert? Ah, hier, okay. Ich glaube, dann hole ich direkt schon mal hier die Granate. Da, bitteschön. Viel Spaß damit. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Uncool. Ja, ich brauche hier dringend Leben. Na gut, da hat es jetzt auch hier direkt mal geladen. Das ist gut. Ach stimmt, C4 haben wir ja auch noch da. Ich überlege, was hier am sinnvollsten ist. Ich glaube echt hier die... War jetzt nicht so beabsichtigt, aber gut. Aber war relativ wirkungsvoll. So. Bitteschön. Wieso lebst du denn noch? So, jetzt aber. Erst Leben holen. Hep. Aufzeichnung haben wir, Muni haben wir.
Und ein paar kaputte Zombies haben wir hier noch gleich. Sehr schön. Sollen wir die mit Z? Ne, ich glaube, das ist einfach nur, weil das von Professor Dings irgendwie ist. Professor Schneiders Bericht, jawohl. Ja, das ist also auch der gleiche Text. Wie der vor den Missionen steht. Plündern wir ein paar Gräber. Was sich tatsächlich sehr als sehr praktisch erweist, weil Leben und so. Da geht's dann wahrscheinlich weiter. Hi. Okay. Bisschen rumlaufen bringt bei denen auch was, aber ich glaube, wenn die halt dann mit Verstärkung auftauchen, ist das dann gar nicht mehr so schön. Wer macht hier Schaden? Ach, warte mal. Kann es sein, dass eventuell unsere Kugeln abgelenkt werden? Wenn wir auf das Schild schießen, den Schild. Das könnte sein. Tatsächlich mal gucken, dass wir da ein bisschen besser zielen. In Zukunft. Einer weniger. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder da oben. Wie gesagt, Backtracking wird hier sehr groß geschrieben. Uiuiui. Noch jemand? Noch jemand? Da oben wird geballert. Da können wir nicht weiter. Da kommen wir her. Oder? Ja, doch, müsste. Nee, kommen wir nicht. Da können wir uns aber ein bisschen was an Zeug holen. Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Riss in der Wand. Was bist du denn? Du bist eine Fackel einfach, die aus ist. Gut. Weil die Frage hat das was zu sagen. Nee. Hier kamen wir her. Dann ergibt das jetzt hier alles soweit einen Sinn. Na gut, mal gucken, wer jetzt da oben noch rumballert. Hey! Frech. Hätten sie auf mich warten können hier. Das wären die soweit. Da brennt was. Ah. Over. Feuer und Flamme, der Kerl. Ich glaube, man muss die tatsächlich, wie bei Zombies eben üblich, dann nochmal erledigen. Habe ich so gerade den Eindruck.
So, sieht wieder schlecht aus, was das Leben angeht. Aber wir haben zumindest den Teil hier überstanden. Und wir können das Levelende in Anspruch nehmen. Wieder 20 Minuten, passt ja gerade ganz gut. Dann will ich mal die Folge hier beenden. Hoffe auf, jawohl, Spiel hält. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.